Dann darf ich Sie herzlich willkommen heißen zum Vortrag Künstliche Intelligenz. Ich möchte Ihnen einen Überblick über Anwendungen, über Herausforderungen und ethische Aspekte liefern. Und ich hoffe, dass Sie am Ende des Vortrags die Frage für sich beantworten können: Was ist denn eigentlich KI, zumindest ganz grob? Was kann sie und was ist denn momentan so das Spannende daran? Und warum betrifft mich das als Bürgerin dieser Gesellschaft? Was hat KI eigentlich mit mir als Person zu tun? Ich möchte einsteigen mit der Frage, ja, künstliche Intelligenz, was ist das denn eigentlich? Da bietet es sich ja immer an, erstmal den Suchbegriff in Google einzugeben. Und wenn wir das tun und auf die Bildersuche gehen, dann kommt dieses Bild hier. Wir sehen KI als Gehirn dargestellt, als Schaltkreisgehirn, meistens auch als Roboter, meistens mit weißer Verschalung, sehr menschenähnlich oder gehirnähnlich. Aber das ist natürlich alles sehr abstrakt. Das beziehe ich als Mensch jetzt erstmal nicht mit meinem Alltag, mit meiner Lebensrealität. Und diese Darstellung von künstlicher Intelligenz vermittelt natürlich erstmal ein relativ falsches Bild. Klar, es gibt auch die Roboter, die sehr menschenähnlich aussehen, aber KI ist so viel mehr und KI betrifft mich im Alltag bereits heute. Das ist etwas, was mir sehr wichtig ist, dass Sie das heute aus diesem Vortrag mitnehmen. KI ist schon längst Teil unseres Alltags. Und diese Bilder ähneln sich ja alle sehr. Da könnte man denken, KI, es ist eben diese eine KI, dieses bläulich-gehirnstrukturartige. Mir ist auch ganz wichtig, dass Sie heute daraus mitnehmen, es gibt nicht die eine KI, nicht die eine künstliche Intelligenz, sondern viele unterschiedliche intelligente Systeme für unterschiedliche Einsatzzwecke. Was können Sie denn in den nächsten 1,5 Stunden von diesem Vortrag erwarten? Ich finde es immer ganz wichtig, zu Beginn einmal zu klären, warum Sie diese Zeit investieren sollten, sich diesen Vortrag anzuhören, anzuschauen. Was Sie definitiv nicht erwarten können, ist danach ein perfektes technisches Verständnis von KI zu haben. Das werde ich heute nicht leisten. Ich werde Ihnen eher einen allgemeineren Überblick geben. Ich werde Ihnen Einblick geben in die Forschungsbereiche, in die ethischen Fragestellungen. Und wir haben auch sehr viel Spielraum, auf Ihre Fragen einzugehen. Ja, grüße Sie, Michael Faulhaber, mein Name. Hallo. Sie haben es ja schon kurz angesprochen, und zwar digitale Ethik. Das ist so ein Thema, das ich ziemlich spannend finde. Und ich weiß jetzt auch nicht so richtig, ob Sie das so, wie ich mir das, was mich mir darunter vorstellt, ansprechen werden. Ich versuche mal ein Beispiel zu machen. Es gibt ja dieses Dilemma mit dem autonomen Fahren, dass ich einen Unfall nicht vermeiden kann, dann fahre ich jetzt in die Personengruppe A oder B nachher rein, beziehungsweise wenn das programmiert wird oder wurde, wer ist dann jetzt letztendlich auch verantwortlich, also zum Beispiel der Programmierer oder der Geschäftsführer der Firma, die das gemacht hat, oder der Aktionär oder wer auch immer. Ja, solche Themen finde ich da ziemlich spannend. Und genau, das mal so als Frage, ob Sie das vorhaben anzusprechen. Und dann würde ich mich freuen, falls es angesprochen wird. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Rückmeldung. Ich habe auf jeden Fall ein paar Folien in Hinterhand für genau dieses Thema, die ich dann separat gegen Ende nochmal speziell einblenden würde. Ich reiße es kurz an, gehe dann aber gern natürlich dem Wunsch entsprechend näher darauf ein. Also danke für die Rückmeldung. So. Was erwartet Sie heute an einzelnen Punkten? Ich möchte einmal die Agenda vorstellen. Ich werde mich kurz vorstellen und die Institution, für die ich arbeite, Cyber Valley, damit Sie einfach wissen, aus welchem Hintergrund ich diesen Vortrag halte. Ich halte das immer für ganz wichtig, einfach transparent zu machen, mit welcher Haltung ich an dieses Thema herangehe. Denn ich persönlich finde künstliche Intelligenz wahnsinnig spannend. Ich möchte, dass daran geforscht wird. Ich möchte, dass es Unternehmen gibt, die KI einsetzen und die KI für BürgerInnen zugänglich machen und im Alltag zugänglich machen. Aber ich habe auch die schöne Position, das hinterfragen zu dürfen. Das heißt, positiv, aber kritisch stehe ich dem Thema KI gegenüber. Ich möchte Ihnen eine Einführung geben. Was ist KI und was kann KI, und auf die Chancen, Herausforderungen, die Akzeptanz und das Thema Regulierung und Mitbestimmung eingehen. Cyber Valley ist Europas größtes Forschungskonsortium im Bereich der künstlichen Intelligenz. Konsortium bedeutet einfach so viel wie Zusammenschluss verschiedener Institutionen, verschiedener Universitäten, im Speziellen die Universitäten Stuttgart und Tübingen, die auch Gründungspartner waren. Das Land Baden-Württemberg ist damit beteiligt, die Max-Planck-Gesellschaft, ganz besondere die Max-Planck-Institute für intelligente Systeme in Stuttgart und in Tübingen. Wir haben aber auch sehr viele Industriepartner, wie beispielsweise Amazon, BMW, Mercedes-Benz Group etc. Und wir werden von Stiftungen unterstützt.
Also einfach als Hintergrund finde ich immer wichtig zu Beginn. Cyber Valley ist aufgeteilt in drei große Bereiche. Wichtig ist uns, dass diese wissenschaftliche Entwicklung in eine wirtschaftliche Entwicklung fließt, also dass Innovation im Bereich künstliche Intelligenz auch in die Wirtschaft kommt. Wir möchten unser Wissen weiter ausbreiten, haben dazu verschiedene Professuren, Graduiertenprogramme und möchten Fachkräfte in das Land Baden-Württemberg ziehen. Aber, und auch das ist uns sehr wichtig, wir möchten die gesellschaftliche Relevanz von künstlicher Intelligenz erhöhen. Wir möchten zeigen, dass es eine Technik ist, an der Sie sich beteiligen können mit Ihrem Erfahrungswissen, mit Ihren Sorgen, Ängsten, Visionen, was KI vielleicht können sollte. Und dazu haben wir eben nicht nur klassische Öffentlichkeitsarbeit, sondern das, was ich mache, sogenanntes Public Engagement, also die Fähigkeit oder die etwas, das wir versuchen zu nennen, den Austausch zwischen Wissenschaft und Gesellschaft oder Wissenschaft und Öffentlichkeit. Das heißt, wir versuchen in sehr, sehr vielen unserer Formate, Sie auch direkt mit Forschenden zu, in Kontakt zu bringen, damit Sie sich austauschen können über KI, ohne dass Sie Vorwissen mitbringen müssen. An Cyber Valley sind dann sehr viele verschiedene Institutionen beteiligt. Keine Sorge, das Bild müssen Sie sich natürlich nicht merken. Aber ich finde es immer ganz interessant, das einmal zu zeigen, weil KI häufig etwas ist, von dem man denkt, naja, das passiert im Silicon Valley, weit weg an anderen Universitäten über dem Atlantik. Dem ist nicht so. Es passiert wahnsinnig viel direkt hier vor Ort. Und ich glaube, einfach mal die Breite hier einmal zu sehen, was an den verschiedenen Institutionen schon alles da ist, das tut manchmal ganz gut zu sehen. Es gibt auch für Sie, wenn Sie KI im Unterricht beispielsweise einsetzen möchten, sehr, sehr viele AnsprechpartnerInnen, an die Sie sich wenden können, die bereits Materialien haben, die zum Beispiel Forschende auch in Schulen schicken können. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten hier direkt vor Ort. Ein Bereich ist ja, wie gesagt, Cyber Valley Public Engagement, den mein Kollege und ich betreuen. Und unser Ziel ist eben diese ethische und sozial reflektierte Forschung auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz. Und die kann nur stattfinden, wenn wir Ihre Meinung, Ihre Sorgen, Ihre Wünsche an die Forschenden rückspiegeln, also eine Art Rückkanal sind von der Gesellschaft zu den Forschenden. Das ist auch noch nicht üblich an deutschen Universitäten beispielsweise, dass es Public Engagement Stellen gibt. Wir haben da sehr viele unterschiedliche Formate, um künstliche Intelligenz besser zu erklären, verständlicher zu machen, Forschende und BürgerInnen in Kontakt zu bringen. Über den KI Makerspace werden Sie im Vortrag in anderthalb Stunden zum Thema KI und Unterricht noch mehr hören, ebenso über Cyber Stories, den KI-Kurzgeschichtenwettbewerb. Worauf ich Sie hier gerne ansprechen möchte, ist einmal der Podcast Direktdurchwahl. Also falls Sie sich weiter zu dem Thema informieren möchten, können Sie da verschiedene Gesellschaftsstimmen und verschiedene Forschende einmal anhören, kennenlernen zu unterschiedlichen Themen. Und wir haben einen Newsletter, in dem wir immer wieder unsere Veranstaltungen ankündigen und auch verschiedene spannende Themen, die in der Gesellschaft oder in den Medien diskutiert werden, rund um KI aufbereiten, die auch durchaus kritisch sind. Das heißt, falls Sie sich da weiter auf dem Laufenden bleiben möchten, können Sie gerne einmal den QR-Code abscannen und sich für den Public Engagement Newsletter, der einmal im Monat versendet wird, anmelden. So, jetzt aber zum eigentlichen Thema. Wenn wir über KI sprechen, gibt es ganz viele unterschiedliche Assoziationen. Die meisten sind sicherlich geprägt durch, was ich vorhin schon gezeigt habe, die Google-Bildersuche, also Bilder von KI, von Schaltkreisgehirnen oder Ähnlichem. Wir kommen aber immer mehr dazu, dass BürgerInnen wissen, was oder zumindest eine Ahnung haben, wo KI überall drin sein könnte. Beispielsweise Google Maps, beispielsweise Siri. Unser Bild von KI ist aber natürlich auch stark geprägt von Filmen, wo nach wie vor meistens die Storyline ist, dass Roboter am Ende die Welt übernehmen, also eher Dystopien als Utopien schaffen. Und diese Bilder sind natürlich nur zum Teil realistisch und entsprechen nur zum Teil dem, was eigentlich künstliche Intelligenz ist, sondern was geforscht wird. Ich habe ganz viele Beispiele dazu mitgebracht, die ich Ihnen dann gerne im Anschluss alle zeige. Einfach, was Sie hier sehen als Wortwolke, das sind Ergebnisse aus einer Studie, aus einer qualitativen Studie. Was ich jetzt nebendran geschrieben habe, das ist unser Erfahrungswissen aus den bisherigen Cyber Valley Public Engagement Veranstaltungen. Bei Kindern und Jugendlichen ist KI meistens assoziiert mit menschenähnlichen Robotern, die keine Gefühle haben. Also soweit sind die meisten Kinder und Jugendlichen, dass sie wissen, das sind erstmal empathielose Systeme, Gegenstände, Roboter, wie auch immer. Viele denken, dass künstliche Intelligenz
intelligenter ist als ein Mensch. Das ist auf jeden Fall ein Ansatz, an den man immer gern im Unterricht auch einsteigen kann. Denn ja, KI kann bestimmte Dinge sehr gut und viele Dinge überhaupt nicht gut. Und das ist sehr spannend, da zu zeigen, dass wir Menschen doch manchmal intelligenter sind, als man denkt. Das heißt, wir merken immer die Abstraktion von KI als ein System, das vielleicht nur auf einem Computer da ist, das kein, ja, nichts Greifbares ist wie ein Roboter. Das ist sehr, sehr schwierig und KI ist eben, kann Robotik nutzen, aber muss es nicht. Das ist mir auch wichtig, dass Sie das heute mitnehmen. Und KI-Systeme, mit denen Sie im Alltag schon längst zu tun haben, wurden von Kindern und Jugendlichen manchmal nicht erkannt. Ja, aber jetzt zum eigentlichen Thema, was ist denn jetzt eigentlich KI? Es gibt wahnsinnig viel, was uns im Alltag schon umgibt. Beispielsweise Alexa oder Siri oder ähnliche Sprachassistenten, die man auf Zuruf um gewisse Dinge bitten kann. Damit das funktioniert, muss ja Sprache erstmal erkannt werden, analysiert werden, auf den Inhalt geprüft werden und daraus selbstständig eine Aktion folgen. Etwas, das Kinder und Jugendliche sehr gut kennen, sind beispielsweise auch Filter bei Instagram, bei Snapchat, bei TikTok oder ähnlichen Apps, bei denen automatisch gewisse Dinge auf ein Gesicht draufgelegt werden. Auch hier muss ja während in Echtzeit das Gesicht, die Umrandung erkannt werden, etwas draufgelegt werden. Das ist ein sehr komplexer Prozess, der ohne maschinelles Lernen nicht möglich wäre. Es gibt aber beispielsweise auch die ganzen Datenmengen, die passieren, die entstehen, wenn wir Dinge streamen und dann ausgewertet wird, was wir vermutlich als nächstes interessant finden könnten, wir Vorschläge erhalten. Je nachdem, wie ausgeklügelt dieses System ist, ist das entweder klassische Methoden der Statistik, die da zur Geltung kommen, teilweise aber auch schon maschinelles Lernen, um einfach mal ein paar Beispiele zu bringen. Gibt es denn soweit Fragen? Ja, ich würde ganz kurz eine Frage stellen wollen, und zwar den Begriff maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz, kann man synonym benutzen. Ist es dasselbe oder ist es ein Unterschied? Ich glaube, in zwei Folien komme ich genau darauf zu sprechen. KI ist noch etwas umfassender. Meistens wird es aber in den Medien zumindest relativ gleichbedeutend benutzt. Werde ich gleich noch im Detail zeigen. Nämlich hier. Bei der Frage, was ist KI, finde ich, entzaubert es diesen großen Begriff künstliche Intelligenz auch immer, wenn man sagt, naja, künstliche Intelligenz ist in erster Linie mal ein Feld der Informatik. Also eigentlich etwas sehr Trockenes, in Anführungsstrichen. Innerhalb dessen, was man als künstliche Intelligenz im Allgemeinen bezeichnet, gibt es die Begriffe maschinelles Lernen und Deep Learning oder neuronale Netze wird da auch häufig verwendet. Das sind Unterarten von künstlicher Intelligenz und diejenigen, die in den Medien gerade am präsentesten sind. Aber auch das ist etwas, was wichtig ist. Nicht überall, wo KI draufsteht, ist auch wirklich KI drin. Also es gibt auch klassische Methoden der Datenwissenschaft, der Statistik, die letztlich nicht sonderlich intelligent sind, sondern auch schon bevor dieser große Hype um KI jetzt kam, zur Verfügung standen. Und ja, nicht jeder Algorithmus ist automatisch eine künstliche Intelligenz. Da gibt es in den Medien oder in der Art und Weise, wie die Begriffe verwendet werden, immer größere Überschneidungen. Deswegen habe ich diesen blauen Kreis hier mal mit reingenommen. Künstliche Intelligenz soll selbstständig Probleme lösen. Das ist erstmal so das Wichtigste, wozu wir diese KI eigentlich entwickeln. Was diese Probleme letztlich sind, das kann sehr, sehr vielseitig sein. Ob beispielsweise Gegenstände in Bildern erkannt werden sollen, ob Sprache erkannt werden soll oder ob eine Hardware gesteuert werden soll wie ein Roboter. Damit es funktioniert, bringen EntwicklerInnen dem System mit technischen und mathematischen Mitteln bei, komplexe Muster in Daten zu erkennen. Wie genau das funktioniert, erkläre ich gleich beim Unterpunkt maschinelles Lernen. Wichtig ist mir ja auch der Punkt EntwicklerInnen. Ich möchte da immer wieder drauf zurückkommen, diese Systeme entstehen im Normalfall ja nicht einfach so, sondern es sind Menschen, die sie entstehen lassen und es sind Menschen, die sie auch verändern können und anpassen können. Also es ist nichts, was nicht greifbar ist und nichts, was sich nicht beeinflussen lassen würde. Und dadurch, dass Menschen an der Entwicklung beteiligt sind, sind natürlich auch Vorurteile, die manche Menschen mitbringen, in manchen Systemen wieder mit dabei. Deswegen ist es sehr wichtig, dass die Teams von EntwicklerInnen möglichst vielfältig sind, damit auch die KI so gerecht, so unbiased, also so wenig Vorurteile wie möglich, in die Entscheidungen, die sie trifft, mit reinbringt.
Ganz am Anfang und ein Begriff, den ich auch öfter verwendet habe bereits, ist der Begriff Algorithmus. Ein Algorithmus per se ist jetzt noch keine künstliche Intelligenz. Ganz klassisch kann man das mit einem Kochrezept vergleichen. Beispielsweise, wenn ich eine Zwiebel habe, dann schäle ich sie, schneide sie klein und dann brate ich sie an, um gebratene Zwiebeln zu haben. Also das ist etwas, das gab es schon lange, seitdem es Computer gibt, beispielsweise aber auch schon davor, diese Schritt-für-Schritt-Abfolge, was nacheinander getan werden muss. Was sich jetzt geändert hat, ist, dass wir beispielsweise einem System nur das Endergebnis präsentieren, also das, wo es eigentlich hin soll. Also sagen, ich hätte am Ende gerne gebratene Zwiebeln. Hier ist eine wahnsinnig große Auswahl an Zutaten. Finde selbst den Weg, wie du dorthin kommst, damit ich am Ende meine gebratenen Zwiebeln habe. Oder eine andere Variante wäre zu sagen, zeig mir mal, wie du es machen würdest. Wie würdest du zu gebratenen Zwiebeln kommen? Und ich stehe daneben und sage jedes Mal, ja, das stimmt. Nein, das so macht man das nicht. Ja, das stimmt wieder. Nein, so macht man das nicht. Das sind verschiedene Arten des maschinellen Lernens, die ich jetzt mal sehr beispielhaft, sehr runtergebrochen hier gezeigt habe. Die können wir aber auch gleich noch etwas detaillierter angehen. Es kam ja schon die Frage, maschinelles Lernen im Vergleich zu KI. Mittlerweile werden die Begriffe häufig auch sehr synonym benutzt in den Medien. Letztlich ist es eine Unterart von künstlicher Intelligenz. Aber auch hier ist letztlich das Ziel, dass Computer die Fähigkeit bekommen, selbstständig zu lernen beziehungsweise etwas zu einem Ergebnis zu kommen, ohne direkt dafür programmiert zu sein. Also ganz klassisch früher, wir haben in einen Taschenrechner etwas eingegeben und der Taschenrechner hatte das Programm, wie er rechnen soll, bereits draufgeladen und liefert uns eine Ausgabe. Das hat sich jetzt geändert dazu, dass wir eine vage Idee haben, wo wir hinwollen und das Programm oder das intelligente System selbstständig das Programm dazu schreibt. Genau, ich möchte hier ein Beispiel bringen, nämlich das verstärkende Lernen. Maschinelles Lernen hat nämlich sehr viele unterschiedliche Verfahren mittlerweile und dadurch ist es auch sehr schwer, eine gute, konkrete Definition von künstlicher Intelligenz zu finden, weil es so viele unterschiedliche Verfahren, die eben in unterschiedlichen Bereichen eingesetzt werden, gibt. Ein Beispiel für verstärkendes Lernen oder Reinforcement Learning wäre, wir haben eine Aufgabe, wie spiele mir doch bitte einmal Mario Kart oder was auch immer so gut durch, dass du besser bist als jeder Mensch, der das spielt. Dann wird dieses System dieses Spiel immer und immer und immer wieder durchspielen. Jedes Mal, wenn es das sehr gut macht, eine Art Belohnung bekommen. Also beispielsweise den Hinweis, dass es so, wie es das gelöst hat, sehr gut ist, dass es diesen Weg weiterverfolgen soll. Bis am Ende der Output da ist, ja, es klappt tatsächlich, das System ist besser als jeder Mensch. Und diese ganzen Schritte, bis es so gut ist, dauern natürlich eine gewisse Zeit. Auch das ist mir wichtig, so ein maschinelles Learning funktioniert nicht von heute auf morgen. Es dauert sehr, sehr lange, diese Systeme gut und solide zu programmieren. Zu entwickeln ist, glaube ich, da der bessere Begriff. Es gibt ein weiteres Verfahren, das heißt Klassifikation, bei dem werden Daten eingegeben, in diesem Fall Daten zu verschiedenen Bildern mit verschiedenen Objekten, die eben benannt sind in den Metadaten als das ist ein Hund, das ist eine Katze, das ist eine Landschaft. Das System versucht daraus herauszufinden, was sind denn die kennzeichnenden Merkmale von diesen Dingen und entwickelt daraus ein Modell. Das muss dann natürlich getestet werden, beispielsweise dadurch, dass das Modell dann neue Daten bekommt. In dem Fall, ich habe es hier mal bildhaft dargestellt, eine andere Art von Landschaft, aber immer noch eine Landschaft. Und man kann eben gucken, klassifiziert ist das Ganze richtig. Und wenn es das mit sehr vielen Beispielen tut, dann kann man sich relativ sicher sein, dass das Modell auch gut funktioniert und der Realität nah an der Realität ist. Das sind jetzt nur zwei Beispiele für mögliche Verfahren, wie so maschinelles Lernen funktionieren kann. Es gibt noch viel, viel mehr. Ich hoffe, Sie haben dadurch schon mal so einen ersten Einblick bekommen, wie KI eigentlich in Anführungsstrichen funktioniert. Gibt es dazu noch gerade Fragen von Ihnen? Da höre ich keine, dann würde ich direkt weitermachen. Nämlich zu der Frage, was kann KI denn tatsächlich? Also wir gehen jetzt stärker in die tatsächlichen realen Anwendungen von künstlicher Intelligenz hinein. KI kann, was
besonders wichtig ist für Leute wie mich, die auch viel Content produzieren, wunderbaren Katzen-Content generieren. Das ist natürlich mit einem Augenzwinkern zu verstehen. Das Ganze ist ein Phänomen, das Sie vielleicht die letzten Wochen mitbekommen haben, dass es mittlerweile sehr, sehr gute Bildgeneratoren gibt. Das hier ist jetzt im Speziellen von Dream Studio AI. Das ist auch etwas, was man beispielsweise im Unterricht einsetzen könnte. Die haben momentan eine Beta-Version, wo man sich mit einem Google-Konto anmelden kann und dann verschiedene Aufgaben der KI stellen kann, was sie generieren soll. In diesem Fall war die Aufgabe, die ich gestellt hatte, generiere mir bitte ein Kunstwerk von einer Katze im Weltall mit dem Universum im Hintergrund, in das System dann selbst auch nochmal eine Katze hinein gemacht hat. Das ist jetzt natürlich so ein bisschen der witzige, augenzwinkernde Teil. Man kann aber natürlich sich auch beispielsweise Kunstwerke im Stil von anderen Kunstwerken generieren lassen. Zum Beispiel bei einer Anweisung, bitte male mir ein Bild von einer roten Bank in der Natur im Stil des Kubismus. Das ist das Bild, das die KI mir ausgespuckt hat. Fand ich ganz spannend, weil das doch wirklich sehr nah dem kommt, was ich als Anweisung gegeben hatte. Und dass jetzt alles Bilder sind, die gibt es so noch nicht. Die KI hat sehr gut gelernt, was verschiedene Arten von Bildern sind, wie man sie klassifizieren kann und generiert daraus jetzt selbstständig neue Kunstwerke. Solche Bilder sind natürlich auch ein guter Ansatzpunkt, um im Unterricht mal zu diskutieren, ist KI denn jetzt schon kreativer als wir Menschen? Ist das Kreativität, was wir da sehen? Da gibt es natürlich noch keine abschließende Meinung. Manche Forschende meinen, ja, dass dadurch, dass neue Dinge entstehen, ist das Kreativität. Viele sagen aber auch, naja, nicht wirklich. Also es ist auch ein spannender Ansatzpunkt. Wenn wir das jetzt aber sehen, kommt natürlich auch wieder der Gedanke, was kann KI? Ja, KI kann Arbeit erleichtern, aber natürlich auch Arbeit ersetzen. Wenn es beispielsweise darum geht, neue Designs zu entwickeln für Stühle, kann ich jetzt sehr einfach sagen, ja, bitte mach mir mal ein Beispiel für ein neues Design für einen modernen Stuhl und mit dem weiterarbeiten, was vielleicht sonst sehr viel mehr Zeit in der Entwicklung einer solchen Idee gebraucht hätte. Oder dieses Beispiel, hier habe ich gesagt, bitte generiere mir drei elegante neue Runway-Dresses, Kleider, die generiert werden sollen. Also auch hier kann ich das natürlich zur Inspiration nutzen, aber überhaupt solche Ideen zu entwickeln, sind natürlich Aufgaben, die bisher viele Menschen beschäftigen. Was kann künstliche Intelligenz denn noch alles? Ich habe auch mal zwei Beispiele aus Cyber Valley mitgebracht. Wir haben beispielsweise Huggybot. Das ist ein Roboter, der versucht zu verstehen, wie man Menschen ideal umarmt. Das klingt sehr banal, ist das aber überhaupt nicht. Wir Menschen haben in unseren Händen und in unserer Haut ja wahnsinnig viele Sensoren, die Druck messen, die Temperatur verstehen, die sehr, sehr sensibel sind. Und diese ganzen Sensoren, die hier schon sehr intelligent verbaut sind, so in eine Oberfläche von einem Roboter hineinzubekommen, ist wahnsinnig komplex und schwierig. Und all das braucht es ja, damit Roboter gut mit Menschen zusammenarbeiten können. Sie brauchen eine Form von Tastsinn. Und wie man das gut implementieren kann, kann eben mit so einem kleinen Roboter, der Menschen umarmt und aus diesen Daten weiterlernt, erfasst werden. Wir haben ein Bild, das man nebendran sieht, finde ich auch sehr spannend, cyberphysikalische Organe. Das sind Organe, die gezüchtet werden, um auch Rückmeldungen liefern zu können und Chirurgen in der Ausbildung ihrer Fähigkeiten im Operieren unterstützen, sodass eben nicht mehr ganz so viele Körperspenden gebraucht werden in der chirurgischen Ausbildung. Was kann KI denn noch alles? Ein Beispiel hier ist, sie kann Proteine analysieren. Das klingt auch super langweilig, ist aber eine wahnsinnig große Errungenschaft, die im letzten Jahr passiert ist. Zwei künstliche Intelligenzen können nämlich sehr präzise die dreidimensionale Struktur von Proteinen vorhersagen. Und je besser diese Strukturen verständlich und bekannt sind und als 3D-Modell existieren, desto präziser können wiederum Medikamente speziell dafür entwickelt werden. Deswegen wurde das jetzt auch zum wissenschaftlichen Durchbruch des vergangenen Jahres gekürt vom Fachmagazin Science. Also etwas sehr, sehr Großes, was es ohne KI nicht geben würde. Übrigens, dieser gesamte Einsatzbereich Medizin ist natürlich etwas, wo man sehr schnell und einfach sagen kann, dass KI da wahnsinnige Vorteile und viel Gutes für uns Menschen tun kann.
Eines der bekanntesten Beispiele ist, dass künstliche Intelligenz eingesetzt wird, um MRT-Scans zu analysieren, um beispielsweise Krebszellen, Tumore gut und schneller und vor allem verlässlicher als Menschen das können, herauszufiltern. Also solche Bilderkennungsverfahren sind natürlich wahnsinnig hilfreich in vielen Fällen. So auch beispielsweise in der ganz konkreten Anwendung, wenn es darum geht, einen Schweißprozess zu optimieren, gibt es jetzt auch künstliche Intelligenzen, die Fraunhofer mit weiterentwickelt hat und die am KI-Fortschrittszentrum als Projekt entwickelt wurden. Die versuchen, das Schweißen durch Robotik direkt während es passiert, schon zu verbessern, indem die Daten ausgewertet werden in Echtzeit und angepasst werden können. Im Nachgang können solche Schweißprozesse dann auch über ein Bild angeschaut werden. Hat es gut funktioniert? Also die Qualitätskontrolle durch einen Menschen würde da dann auch wegfallen. Künstliche Intelligenz kann auch Einsatzkräfte unterstützen. Das fand ich ein sehr spannendes Beispiel, das auch am KI-Fortschrittszentrum in Stuttgart-Vaihingen untersucht wurde, nämlich wie künstliche Intelligenz Bilder auswerten kann, die beispielsweise von kleinen Drohnen oder ähnlichen bei Einsätzen direkt gemacht werden, ob Gefahr gut ausgelaufen ist oder nicht. Das sind natürlich wichtige Informationen, die bisher meistens nur die Menschen, die vor Ort waren, eben finden konnten. Wenn man jetzt relativ schnell diese Information hat, ohne Menschen gefährden zu müssen, ist das natürlich auch ein großer Vorteil. Aber, und da würde ich gerne auf den Punkt zurückkommen, der ganz am Anfang genannt wurde, die ethischen Aspekte von künstlicher Intelligenz sind natürlich auch wichtig und müssen mitgedacht werden. Wenn wir mal eine KI selbst fragen, was denn die ethischen Bedenken beim Einsatz von künstlicher Intelligenz sind, dann kommt folgende Antwort, bevor ich die zeige. Aber auch das ist ein öffentlich zugängliches System, das heißt writer.com, kann man mittlerweile auch auf Deutsch sich anzeigen lassen, die Texte, und ist auch etwas, was man im Unterricht wunderbar einsetzen kann, um mal zu zeigen, wie beispielsweise Textproduktion schon funktioniert und dass die Texte erstaunlich sinnhaft sind, die dabei entstehen. Das System spuckt auf die Anfrage, die ich ihm gestellt habe, aus. Algorithmen des maschinellen Lernens wurden beispielsweise verwendet, um Krebs genauer als das menschliche Auge zu erkennen. Also etwas, was ich schon gesagt hatte. Aber es gibt natürlich viele Sorgen um die Zukunft der KI-Technologie. Arbeitslosigkeit nennt das System in seinem Text. Und ich denke, das ist auch ein Thema, das wir als Gesellschaft sehr stark angehen müssen. Denn ja, KI kann manche Dinge, die wir Menschen in unserer Arbeitszeit machen, sehr viel schneller, sehr viel effizienter. Und wir müssen uns überlegen, wie wir als Gesellschaft damit umgehen möchten. Der letzte Absatz ist natürlich auch spannend. Es gibt auch Bedenken hinsichtlich der Autonomie von Maschinen. Was ist, wenn Systeme der künstlichen Intelligenz zu intelligent werden? Es ist natürlich interessant, dass dieses textgenerierende, intelligente System diese Frage selbstständig stellt. Da kommen wir auf die Frage, was soll KI eigentlich können? Nicht nur, was kann sie jetzt schon, sondern was wollen wir als Gesellschaft denn, dass KI können kann? Und wie können wir das mitbestimmen? Da hat unser Bundesdatenschutzbeauftragter Ulrich Kelber ein spannendes Zitat gebracht vor kurzem. Setzen Sicherheitsbehörden künstliche Intelligenz ein, um Datenmengen, wie beispielsweise die Panama Papers, zu analysieren, dort Orte, Namen, Zusammenhänge zu finden, dann ist das erstmal unproblematisch. Aber wenn beispielsweise in der Justiz KI eingesetzt wird oder in der Polizeiarbeit, also analysiere ich hingegen das Video eines Raubüberfalls mit KI, um herauszufinden, ob der Täter zu meinen Vorbestraften gehört, dann kann das sehr schnell riskant werden. Hintergrund davon ist, dass solche Systeme durchaus schon im Einsatz sind auf der Welt. In den USA beispielsweise ist dieses sogenannte Predictive Policing mittlerweile ja, teils flächendeckend im Einsatz. Und diese Systeme lernen ja mit den Daten, die vorhanden sind. Und die Daten, die vorhanden sind, sind rassistisch geprägt, da gewisse Menschen mit dunkler Hautfarbe dort einfach öfter kontrolliert werden, wieder öfter vorbestraft werden etc. Und diese Systeme, diese Diskriminierung natürlich reproduzieren. Das heißt für uns, wir müssen wissen, wo KI eingesetzt wird und wir müssen uns fragen, wollen wir, dass KI da eingesetzt wird oder sind das einfach Bereiche, in denen Menschen Entscheidungen treffen müssen? Eine Übung, die Sie beispielsweise auch sehr gut in der Schule machen können, ist die Frage, fühlt sich das noch gut an,
Was soll KI denn können? Hier können Sie verschiedene Szenarien nennen, wie beispielsweise autonom Busse fahren. Soll KI das können? Da freue ich mich jetzt auch über eine Rückmeldung aus dem Publikum. Was meinen Sie denn? Soll KI autonom Busse fahren können? Fühlt sich das für Sie noch gut an? Ja, kurz und knapp, ja. Bei mir wird es darauf ankommen, ob alle anderen Verkehrsteilnehmer auch autonom fahren. Ich würde es ein bisschen davon abhängig machen. Wenn es gut funktioniert, dann würde ich mich dabei noch gut fühlen. Aber wenn quasi noch menschliche Fehler noch mit hinzukommen können, die KI nicht mit bedacht hat, fände ich es, glaube ich, schwierig. Dazu übrigens so ein kleiner Exkurs, den ich immer ganz spannend finde. Viele solche Systeme werden mittlerweile in virtuellen Umgebungen trainiert, die wieder so gut wie möglich ein Abbild der Realität sein sollen, weil es natürlich einfach zeitlich ein Faktor ist, ob so ein System durch reale Straßen fährt und im laufenden Verkehr lernt. Das muss ja dann auch immer überwacht werden, dass da niemand zu Schaden kommt, solange ein System noch lernt. Viel einfacher ist es natürlich, in einer virtuellen Umgebung die Software, die letztlich in das Auto kommt, zu trainieren. Das geht sehr viel schneller. Und dann im Realen erst zu testen. Gehen wir zum nächsten. Fühlt es sich noch gut an, wenn KI sich merkt, was ich esse und mir Ernährungstipps gibt? Ich sag nein. Das fühlt sich schon irgendwie bevormundend an, oder? Ja. Das kann man natürlich noch weiterdenken, indem man sagt und diese Daten an eine Krankenkasse weitergibt. Das wäre etwas, was sich bei den meisten, die wir dazu fragen, immer nicht gut anfühlt, was aber teils ja dadurch Realität ist, dass wir freiwillig Gesundheitsdaten durch unsere Fitbit-Armbänder, die manche haben, oder solche ja, Armbänder, die einfach Gesundheitsdaten überwachen, weitergeben an die Krankenkassen. Und wir uns natürlich überlegen müssen, wollen wir das als Gesellschaft, wenn manche Personen dadurch Vorteile erhalten, die sportlich sind, die sehr auf ihre Gesundheit achten. Im ersten Moment, wenn ich selbst ein sportlicher Mensch bin, denke ich mir natürlich, ja klar, super, wenn diese Daten mir nützen. Andererseits sind wir eine Solidargemeinschaft und haben uns ursprünglich mal darauf verständigt, dass alle denselben Krankenkassenbeitrag zahlen sollten. Das wurde durch solche Systeme wieder ausgehebelt. Und bereits jetzt gibt es sogar auch schon in Deutschland Vorteilssysteme oder gewisse Punktesysteme von Krankenkassen. Und an diesem Punkt merken wir schon, künstliche Intelligenz berührt wahnsinnig viele Fragen, die letztlich gar keine technischen Fragen sind, die zwar mit Technik gelöst werden, aber eigentlich Fragen sind, die die Gesellschaft erstmal beantworten muss, die politische Antworten brauchen und nicht nur die technische Lösung. Sehr spannend finde ich übrigens die Frage immer, ob KI selbstständig Computerspiele erstellen soll, was von vielen Kindern und Jugendlichen als völlig ungefährlich eingeschätzt wird, von vielen Eltern als wahnsinnig gefährlich, das soll KI bitte gar nicht können, wo ich immer beruhigen kann und sagen kann, ja, aber da kann ja nichts, also was ist das Schlimmste, was passieren kann? Es wird im schlimmsten Fall höchstwahrscheinlich keine Menschenrechte einschränken. Das sind andere Entscheidungen, wo Menschenrechte eingeschränkt werden könnten durch KI, beispielsweise in der Justiz oder Ähnlichem. Solange das nicht der Fall ist, ist der Einsatz von Technik, sei es jetzt künstliche Intelligenz oder andere Technik, erstmal eher unbedenklich. Es gibt übrigens den Meinungsmonitor KI, wenn Sie sich da weiter informieren möchten, der regelmäßig die Stimmung in der Bevölkerung in Deutschland misst, wie KI oder in welchen Anwendungsfeldern KI zum Einsatz kommen soll, wo wir auch sehen, in der Wirtschaft wird das sehr positiv bewertet. Das ist die oberste Zeile, also die blauen und bläulichen Farbtöne sind das, wo allerdings sehr viel Vorbehalte und auch zu Recht sehr viel Vorbehalte sind, ist bei dem Thema politische Entscheidungen. Das sind Dinge, die Menschen weiterhin treffen sollen und bei Gericht. Wir sehen es allerdings, dass KI bei Gericht tatsächlich, solange keine Entscheidungen dahinter stehen, durchaus Arbeit abnehmen kann, indem es beispielsweise Unmengen an Dokumenten, die ja häufig bei solchen Prozessen entstehen, zusammenfassen kann, damit Menschen damit bessere Entscheidungen treffen. Wichtig ist dann natürlich, dass solche Systeme einfach solide, robust gebaut sind und verlässlich funktionieren. Bei Twitter gab es das Problem, dass Bilder falsch beschnitten wurden. Es gab eine automatische Bildbeschneidung, also auch wieder ein intelligentes System im Hintergrund, das Hochkantbilder automatisch auf Querformatbilder beschnitten hatte. Da war jetzt allerdings das Problem, was wir hier sehen, dieser hellere grüne Balken im Bild zeigt, wo das System beschnitten hätte.
Und wir sehen bei hellhäutigen Menschen, vor allem bei Männern und bei Frauen, aber auch bei Frauen funktionierte das System sehr gut. Es hat automatisch immer Gesichter erkannt und darauf zugeschnitten. Je nachdem, wie der Hintergrund war, wurde es bei dunkelhäutigen Menschen schon etwas schwieriger. Wir haben hier unten ein Bild mit dem Herrn im grünen Trikot, wo es gut funktioniert hat. In der oberen Zeile aber auch zwei Beispiele, wo die Gesichter eben nicht erkannt wurden. Das sind Probleme, intelligente Systeme, die gibt es zuhauf und da gibt es sehr viele Beispiele, wie zum Beispiel die Gesichtsentsperrung bei Smartphones. Auch das war so ein Beispiel, wo einfach zu wenig dunkelhäutige Bilder von dunkelhäutigen Menschen in den Trainingsdaten vorhanden waren, sodass die Systeme nicht automatisch verstanden haben, auf welche Eigenheiten in den Gesichtern sie achten müssen. Und so ziemlich jede dunkelhäutige Frau das Handy einer anderen dunkelhäutigen Frau entsperren konnte, was natürlich nicht passieren darf. Das sind jetzt alles Beispiele, die sind schon ein bisschen länger her. Oktober 2020 war jetzt dieses Beispiel von Twitter. Das Beispiel vom Gesicht entsperren ist sogar noch älter. Aber immer mal wieder kommt es eben vor, dass diese Systeme für weiße Männer und weiße Frauen sehr zuverlässig funktionieren, aber systematisch andere Bevölkerungsgruppen ausgrenzen. Und damit das nicht passiert, muss eben nachvollziehbar sein, wie künstliche Intelligenz eigentlich Entscheidungen fällt, warum es diesen Bildausschnitt beispielsweise gewährt hat. Denn nur dann kann man versuchen, das zu optimieren. In dem Fall haben die verschiedenen EntwicklerInnen bei Twitter das sehr schnell auch dann optimiert, als es aufgefallen ist. Aber auch da muss ja erstmal bekannt sein, dass eine künstliche Intelligenz im Hintergrund arbeitet und diese Systeme da im Einsatz sind. Oft wissen wir das ja gar nicht, ob wir es gerade mit einem Menschen oder vielleicht doch mit einer KI zu tun haben. In Deutschland ist das noch etwas besser, aber Sie kennen es vielleicht, wenn Sie Kundendienste anrufen, ist man zu Beginn manchmal etwas verwirrt, weil die Stimmen mittlerweile so wahnsinnig gut sind und man nicht genau weiß, ist es jetzt ein Mensch, ist es oder vielleicht auch ein intelligentes System. Genau. Um nochmal auf das Beispiel zurückzukommen. Hier war es jetzt letzten Endes sehr positiv, dass überhaupt der Einsatz des KI-Systems erkennbar war, dass die Ergebnisse kontrollierbar waren, weil alle User ja gesehen haben, wie die Bilder beschnitten wurden und deswegen verstanden haben, was da eigentlich passiert. Es war dann für die WissenschaftlerInnen oder die EntwicklerInnen bei Twitter nachvollziehbar, warum dieser Fehler zustande kam. Es war überhaupt möglich, sich zu beschweren und der Anbieter hat nachgebessert. Das sind Grundvoraussetzungen, die wir in Zukunft bei allen intelligenten Systemen aus meiner Sicht brauchen, damit wir BürgerInnen auch einfach die Möglichkeit haben, falsche Entscheidungen melden zu können und auch das Recht haben, dass in solchen Fällen nachgeprüft wird. Wir haben hier einige Beispiele, warum KI aus meiner Sicht besser reguliert werden sollte. Und ich werde auch gleich noch sagen, wie es denn reguliert werden soll, denn auf europäischer Ebene tut sich da wahnsinnig viel. Einerseits möchten wir, dass der Nutzen gefördert wird. Wir hatten ja vorhin zum Beispiel das Beispiel mit KI in der Medizin, mit diesen künstlichen Organen zur Ausbildung von ChirurgInnen. Solche Dinge müssen gefördert werden, aber sicher gefördert werden. Wir möchten unsere Rechte sichern und unser Vertrauen in künstliche Intelligenz letztlich auch stärken. Denn KI wird unsere Lebenswelt zunehmend beeinflussen. Und wir müssen sicher sein können, dass die Systeme, die im Einsatz sind, einfach sich an Rechte und Gesetze halten. Und wir müssen Gefahren vorbeugen. Wir haben alle im Hinterkopf dieses Beispiel aus China, einem Überwachungsstaat, was wir natürlich nicht wollen. Wir wollen nicht, dass Daten durch maschinelles Lernen, durch intelligente Systeme gegen uns verwendet werden können. Und insbesondere ein Punkt, autonome Waffensysteme, ist natürlich ein Einsatzbereich, den wir in Deutschland und in Europa absolut nicht haben möchten. Und wir wollen nicht, dass Waffensysteme autonom funktionieren können. Deswegen haben sich auch sehr viele KI-Forschende, auch KI-Forschende aus Cyber Valley, gegen autonome Waffensysteme ausgesprochen. Wenn wir KI selbst fragen, das ist jetzt eine andere KI als die ich vorhin vorgestellt habe, die Texte produziert, ob KI denn jemals ethisch sein kann, ist die Antwort der KI selbst. Na, KI wird niemals ethisch sein. Es ist ein Werkzeug wie jedes andere Werkzeug und kann für Gutes oder Schlechtes eingesetzt werden. Wenn ich solche Beispiele bringe, ist natürlich immer wichtig, im Hinterkopf zu behalten, dieser Text, den eine sprachgenerierende künstliche Intelligenz da einem vorlegt,
ist natürlich nichts, was sie wirklich gedanklich durchdrungen würde. Ich drücke es mal so aus. Das ist etwas, das generiert wurde anhand von all den Texten, die genutzt wurden, um das System zu trainieren. Und das ist wohl eine Zusammenstellung von Worten, die da häufig vorkommt, die das System als richtig rückgemeldet bekommen hat. Und so werden diese Worte zusammengestellt. Aber die KI selbst kann nicht hundertprozentig verstehen, was sie da eigentlich sagt. Also auch wenn diese Systeme immer, immer besser werden und die Texte, die da produziert werden, immer sinnvoller erscheinen, ist die KI deswegen noch nicht zu einem Bewusstsein angelangt. Das ist eine Frage, die an der Stelle häufig kommt. Aber auch für Lehrkräfte ganz interessant, dass es diese Systeme gibt, die Texte produzieren, weil es natürlich auch für SchülerInnen wahnsinnig einfach ist, einfach ein Thema einzugeben, ein paar Stichworte dem System dazu geben und den Text, der da am Ende rauskommt, als eigene Arbeit abzugeben. Auch durchaus schwer nachprüfbar, ob das selbst geschrieben ist oder vielleicht eine KI damit geholfen hat. Kommen wir zu den Herausforderungen von künstlicher Intelligenz. Die Sicherheit, die hatte ich ja schon angesprochen, das ist vor allem wichtig, wenn künstliche Intelligenz Hardware steuert und zum Beispiel Roboter im Einsatz sind mit Menschen, aber auch die Sicherheit, dass solche Systeme nicht gehackt werden können, wenn es um autonom fahrende Autos oder Ähnliches geht. Zertifikate und Normen ist ein sehr trockenes Thema, aber eins, das wahnsinnig wichtig ist, weil wir sind ja in Deutschland gewohnt, dass wir sicher sein können, dass Dinge beispielsweise TÜV geprüft sind. Es gibt natürlich auch noch viele andere Zertifikate. Und tatsächlich ist das Deutsche Institut für Normung momentan in einem sehr offenen Prozess dabei, Normen für künstliche Intelligenz zu entwickeln. Jetzt können Sie sich vorstellen, das ist wahnsinnig schwierig, weil KI ja so viele unterschiedliche Anwendungsbereiche hat. Ich selbst bin Teil dieses Prozesses und es ist nicht einfach, KI-Normung zu finden, aber wir sind dran und ich finde, das sind auch Dinge, wenn man das weiß, das gibt einem eine gewisse Sicherheit, dass diese Technik nicht willkürlich eingesetzt werden wird. Sehr wichtig ist auch immer die Dokumentierbarkeit. Also die Nachvollziehbarkeit letztlich auch, warum KI welche eine Entscheidung getroffen hat. Und was ich immer ganz wichtig finde, ist dieser Punkt unten in der Mitte, Mitbestimmung. Das ist eine Herausforderung, vor der wir momentan noch stehen. Durch Vorträge wie diesen hoffe ich, dass Sie sprachfähig sind, dass Sie sich eine Meinung bilden, wo Sie den KI-Einsatz sinnvoll finden und wo vielleicht nicht. Und wenn man diese Meinung einmal hat, diese auch nach außen vertreten kann. Und wir sind in der Pflicht, die Rückkanäle zu schaffen, damit sie mitbestimmen können, wie KI entwickelt werden soll. Wie gesagt, bei Cyber Valley gibt es das durch Cyber Valley Public Engagement. Das ist aber jetzt ein Beispiel, von wo es gut funktioniert. Das ist noch kein Modell, das es deutschlandweit an allen Universitäten gibt. Und ich hoffe sehr, dass sich die Forschung nach außen öffnet und auch die Unternehmen, die KI bereits einsetzen, denn sie sind letztlich diejenigen, die mit vielen KI-Anwendungen später zu tun haben werden. Und sie haben ein Recht darauf zu wissen, wie es funktioniert, warum es so funktioniert und ob es auch anders funktionieren könnte. Vielleicht mehr in einem gesellschaftlich wertvollen Sinn. Zur Akzeptanz von künstlicher Intelligenz möchte ich noch ein paar Beispiele aus der Forschung bringen, die ich ganz spannend finde. Bei der Frage, was soll KI denn eigentlich können, hat es vielen Studienteilnehmern dieser einen speziellen Studie von 2020 sehr stark widerstrebt, wenn KI selbstständig lernen konnte. Das ist natürlich erstmal nachvollziehbar, weil man dann nicht mehr ganz so gut kontrollieren kann, warum KI denn jetzt eigentlich eine Entscheidung trifft, wenn sie selbstständig lernt und diesen Entscheidungsprozess dadurch vielleicht auch verändern kann. Andererseits ist ja genau das ein riesengroßer Vorteil von künstlicher Intelligenz, dass sie etwas flexibler auf zum Beispiel neue Datenlagen, neue Situationen reagieren kann. Und ich hatte es ja ganz zu Beginn einmal gezeigt, eben nicht die Eingaben, die Ausgabe haben, die Eingabe und das Programm, und wir wollen nur die Ausgabe und müssen die ganze Zeit das Programm als Menschen selbstständig nachbessern, sondern der Riesenvorteil von maschinellem Lernen ist ja, dass das Programm sich je nach Datenlage daran anpassen kann.
Aber Forschende sind da auch momentan dran. Ich kann da nur auf die nächste KI-Sprechstunde hinweisen, wo eine Forschende der Universität Stuttgart genau dieses Thema aufgreift und zeigt, wie man denn eigentlich Grenzen für diesen Selbstlernprozess definieren kann, damit KI immer im Rahmen von Gesetzen beispielsweise lernen kann. Sehr spannend fand ich da auch die Frage, wie KI denn eigentlich aussehen soll. Denn wir hatten vorhin bei den Bildern von künstlicher Intelligenz in Google ja gesehen, die Avatare werden immer menschlicher oder die Roboter werden ja von den Gesichtszügen her häufig immer menschlicher dargestellt. Aus Sicht der Forschenden ist das eventuell gar nicht so ein wünschenswerter Vorgang, denn je mehr eine KI aussieht wie ein Mensch, wird dieses System auch als Persönlichkeit wahrgenommen und unser Umgang mit dem System ist dann emotionaler. Und eigentlich wollen wir das ja nicht, denn es ist letztlich ein technisches System und wir wollen damit rational umgehen und es nicht als Persönlichkeit wahrnehmen, denn das ist es nicht. Deswegen ist es eigentlich gut, wenn KI so abstrakt wie möglich in der Darstellung bleibt, damit wir damit auch rational umgehen. Fand ich für mich persönlich irgendwie ganz spannend, weil das ein Aspekt ist, der sehr selten diskutiert wird beim Umgang mit künstlicher Intelligenz. Wir hatten hier vorhin auch die Frage mit all diesen ethischen Aspekten. Das ist natürlich nicht etwas, was nur wir uns stellen, sondern etwas, was die Europäische Kommission und das Europäische Parlament schon sehr früh angehen wollte und die Europäische Kommission ebenfalls. Es gab dann verschiedene Arbeitsgruppen, die das sogenannte Weißbuch KI begonnen haben zu verfassen und den Begriff vertrauensvolle KI geprägt haben. Also das erklärte Ziel ist es, dass es in Europa nur vertrauensvolle KIs auf dem Markt schaffen sollen. Die sollen sich an alle Gesetze halten, die sollen ethisch sein und ethische Grundsätze vertreten, die sollen robust sein in technischer und sozialer Hinsicht, damit sie keinen Schaden anrichten. Und ich hatte es ja schon angesprochen, ich möchte gerne auch auf die KI-Regulierung innerhalb der Europäischen Union zu sprechen kommen. Denn auch hier passiert gerade wahnsinnig viel. Wir hatten ja gerade schon das Weißbuch, das 2018 veröffentlicht wurde. Seither kam der AI Act. Die Kommission macht ja immer erstmal Vorschläge, die dann in das Europäische Parlament und den Europäischen Rat eingehen. Ich finde das, was da jetzt drinsteht, tatsächlich schon sehr hilfreich, um überhaupt mal sich vorstellen zu können, wie können wir dann künstliche Intelligenz so regulieren, dass sie keine anderen Gesetze einschränkt und unsere Menschenrechte nicht einschränkt. Der Vorschlag der EU-Kommission sieht wie folgt aus. Sie teilt künstliche Intelligenz in unterschiedliche Risikostufen ein. Es gibt unzulässige KI, die nicht im europäischen Markt auf den Markt kommen soll. Das sind sogenannte manipulative Systeme, Social Scoring-Systeme, Systeme, die zur Benachteiligung von Menschen führen, indem sie sie bewerten, also auch sehr stark mit Social Scoring verknüpft. Und auch sehr interessant, wie dann die Schufa-Auskunft da einfließen wird, in welches Risikosystem die eingerechnet wird. Und wir wollen keine Systeme, die beispielsweise Schutzbedürftige wie Kinder ausnutzen. Also als konkretes Beispiel, wir wollen keinen Teddy, mit dem ein Kleinkind reden kann. Und der Teddy animiert das Kleinkind, den Eltern zu sagen, was es gerne haben möchte zu Weihnachten. Und das ist dann zufällig die Marke, von der auch der Teddy kommt. Sowas wollen wir natürlich nicht haben. Es gibt Systeme, die ein hohes Risiko haben, die grundsätzlich zwar eingeführt werden dürfen, aber nur unter sehr hohen Auflagen. Dazu gehört KI, die in der Strafverfolgung eingesetzt wird, KI, die in der Bildung eingesetzt wird, das ist ja auch sehr spannend, also künstliche Intelligenz, die beispielsweise, sollten wir ja an dem Punkt sein, automatisiert die Daten von Lernenden auf E-Learning-Plattformen oder ähnlichem auswerten, daraus Profile erstellen, aber natürlich dann auch wieder zum Nachteil von gewissen Personengruppen ausgelegt werden könnten. Es ist ein hohes Risiko für unsere Rechte, für das Recht auf Bildung, wenn wir beispielsweise den Zugang zu gewissen Dingen nicht mehr bekommen, wenn das System sagt, wir können das ja noch gar nicht, deswegen kriegen wir den Zugang dazu nicht. Das sind auch wieder sehr viele Fragen, die eigentlich gesellschaftliche Fragen sind, die man zwar mit Technik beantworten kann, aber nicht unbedingt beantworten muss oder sollte. Dann gibt es natürlich kritische Infrastruktur wie die Stromversorgung, Wasserversorgung oder Ähnliches, wo der Einsatz von KI-Systemen einfach mit einem hohen Risiko verknüpft ist, sollten diese Systeme ausfallen. Es gibt Systeme mit begrenztem Risiko,
Da gehören Chatbots dazu. Also wenn ein Chatbot mal falsch funktionieren sollte, ist es zwar ärgerlich, aber meine Menschenrechte werden dadurch erstmal höchstwahrscheinlich nicht angegriffen. Das heißt, das ist ein System, das nicht groß kontrolliert werden muss, das keine sonderlichen Pflichten mit sich bringt, wenn es eingeführt wird. Minimales Risiko laut EU-Kommission sind übrigens Spamfilter, die automatisiert versuchen, unsere E-Mails, die wir nicht haben wollen, auszufiltern oder beispielsweise KI-gestützte Spiele. Finde ich immer spannend, wenn wir diese Frage mit fühlt sich das noch gut an, zu Beginn mit Eltern gemacht haben, die Spiele immer als sehr gefährlich eingeschätzt haben und hier eben dann von der EU-Kommission die Einordnung kommt, naja, wenn KI Spiele selbstständig generiert oder unterstützt, dann kann da letztlich die Menschenrechte höchstwahrscheinlich nicht groß eingeschränkt werden. Diese ganze Einteilung bringt oder birgt natürlich auch die Gefahr, dass dass sie sehr einfach gedacht ist, sagen wir es mal so. Denn viele Systeme lassen sich nicht so einfach kategorisieren, wie sich die EU-Kommission das vorstellt. Das merken wir jetzt schon in der Praxis, in der täglichen Anwendung. Es ist nicht so einfach, KI, wie wir sie vorhin schon kennengelernt haben, in diesen verschiedenen Arten von maschinellem Lernen, in diese ganzen Kategorien einzusortieren. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, wie dieses letztliche KI-Gesetz dann aussehen wird. Wir bleiben da auf jeden Fall weiter dran. Wir informieren auch in unseren Veranstaltungen immer wieder über diesen Regulierungsprozess, weil es da auch immer wieder Beteiligungsrunden gibt für BürgerInnen, die jetzt ihr Erfahrungswissen einbringen können, die vielleicht noch nicht so viel über KI wissen, aber ihre Sorgen, Hoffnungen, Wünsche und Vorstellungen natürlich trotzdem als Erfahrungswissen zählt und in diese Regulierungsprozesse eingebunden werden sollen. Gut, dann darf ich mich an dieser Stelle erstmal herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie dabei geblieben sind und sich dafür interessiert haben, was künstliche Intelligenz eigentlich ist, was sie kann und vor welchen Herausforderungen wir da stehen.